Front ist in Ordnung. Vorhin, also gestern, als ich ein bisschen das Podcast aufgenommen habe, hat mein Mikro noch ein bisschen gerauscht. Also sollte mein Mikro heute ein bisschen rauschen. Es liegt daran, dass ich eventuell ein kaputtes Mikro habe. Ist das zu dolle? Hört ihr mich? Also momentan ist die Musik wahrscheinlich im Hintergrund, aber müsste man gleich mal Bescheid sagen, ob das geht oder ob das. So, jetzt haben wir den Hintergrund weg. Hintergrundmusik weg. Kann man mich hören oder ist das, oder rauscht das jetzt so zu sehr im Hintergrund? Gestern bei der Podcast-Aufnahme hat OBS nur Scheiße aufgenommen. Das war ja das pure Chaos. Gut, dann wollen wir mal. Schalte ich gleich mal um. Ja, willkommen zu einer neuen Aufnahme. Edna bricht aus im Livestream. Mal schauen, wer hier noch so dazu kommt. Und wir spielen jetzt mal hier weiter dort, wo wir aufgehört haben im letzten Stream. Drachen, das hatten wir glaube ich noch nicht, mit dem haben wir noch gar nicht geredet. Alfred war sehr ungeschickt mit diesem Drachen. Die Briefkastenfresse war insgesamt sehr ungeschickt. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal alles mit dem Porträt kombinieren. Also mit Putzi haben wir schon alles kombiniert im letzten Part und die Unterschrift HW2, die Fähigkeit Unterschrift zu fälschen, haben wir auch bekommen in der letzten Aufnahme. Jetzt müssen wir mal hier mit dem Porträt. Das klappt so nicht. Nein, klappt so nicht. Das ist skandalös. Das klappt so nicht. Sicher? Das klappt so nicht. Ich dachte, okay, können wir nur mit ihm reden. Können wir das Fahrrad nehmen? Nein, ich bin darüber hinweg. Aha, freut mich für dich, Edna, wenn du darüber hinweg bist. Ach, Alfred. Was ist nur passiert? Ah, Edna, Edna, Edna! Was? Du kleine Mistkröte! Ich bring dich um! Oh, ich meine natürlich, wenn du nicht schon tot wärst. Tja. Das klappt so nicht. Okay, ich komme an das Gemälde tatsächlich nicht dran. Den Schrein können wir auch nicht bekritzeln, die Urne. Und da soll der ganze Alfred drin sein? Der Mensch besteht zu 90% aus Wasser, Edna. Und ein Gedenk Alfreds Kopf erhöhe ich auf 98%. Ja, unvorstellbar. Und tatsächlich. Da steckt er drin. Hallo? Jemand zu Hause? Na, wer wohl? Alfred! Alfred! Ja. Na klar. Hallo? Ich werde schon ganz zu Hause? Edna bricht aus. Wer wohl? Alfred! Oh Mann. Von dem Spiel werde ich sowieso noch bekloppt. Nein. Er war zwar ein Idiot, aber das hat er nicht verdient. Was? Nicht die Urne mit Ketchup und Senf bequetschen? Nein, das wäre geschmacklos. Wie du meinst. Mit Unterschrift fälschen mit Putzi? Lass das. Klar doch. Na dann, haben wir hier wohl alles schon getan. Dann geht's hier nach draußen. Gut. Unterschrift fälschen hier mit Tür. Jetzt können wir alles voll kritzeln hier. Unterschrift mit Tür. Mit Tür. Ich habe das Werkzeug und ich habe das Talent. Ja, okay. Oh, hier können wir rein. Ach so, ja, der Raum ist es. Alles klar. Da wollen wir gar nicht rein. Gut, die Türen sind immer noch verschlossen. Sie haben einen Schlüssel. Können wir damit hier das Schloss aufkriegen? Der passt hier nicht. Sehr schade. Vielleicht passt der woanders hier. Wir müssen vielleicht erstmal auf die andere Seite kommen. Wo passt denn wohl unser Schlüssel hin? Wir haben einen neuen Schlüssel bekommen.
Ah, okay, ja, hier wollen wir jetzt noch nicht hin. Die Küche. Hier einmal hindurch. Ich habe auch schon alles eingesammelt. Zum Gang. Oh, okay, ja, gut, nicht so. Warte, da passt der Schlüssel nicht rein. Das wäre jetzt so einfach, den Schlüssel. Der passt hier nicht. Sehr schade. Nach draußen kommen wir also noch nicht. Ah, okay, hier sind wir wieder. Also, wir haben doch ein Formular mitgehen lassen. Noch ist da keine Unterschrift drauf. Ich sollte einen Weg finden, das zu ändern. Aha. Unterschrift? Noch ist da keine Unterschrift drauf. Ich sollte einen Weg finden, das zu ändern. Du kannst doch jetzt. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch jetzt die Unterschrift von Dr. Marcel. Fälschen. Gut, haben wir hier noch was vergessen? Party People, was geht im Bürokratenstaat? Jo, nicht die viel. Die Akten sind nicht. Nehmen können wir sie nicht. Akten ansehen. Sind das alles Krankenakten? Oh ja, die das ganze Welt muss verrückt geworden sein. Da müsste ich schon wissen, wonach ich suche. Können wir nicht die Akten anschauen? Einsauen wäre auch eine gute Idee. Sind das alles Krankenakten? Die ganze Welt muss verrückt geworden sein. Da kann man doch bestimmt reinschauen, oder? Benutzen. Da müsste ich schon wissen, wonach ich suche. Tja, Die sind so langweilig, da will ich mir gar nichts zu einfallen lassen. Okay, ja gut. Das scheint hier erstmal nichts zu bringen. Treppe hinauf. Gut, hier ist noch eine Tür. Ah, okay, hier geht's in die Wäscheluft. Weiter. Verstehe. Das sieht gefährlich aus. Egal. Nein. Oh, Herr Mantel. Das können wir doch bestimmt. So, mit Ketchup haben wir's voll. Da kommt der nächste Ausgang. Er beschwert sich nicht. Okay. Jetzt haben wir ihn aber dreckig gemacht. So. Hops rein. Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel hin? Der ist weg. Ich mach mal schnell speichern. Jeden Schritt mal abspeichern. Tja, alle 2 Minuten speichern, das ist hier die Lösung. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, wenn wir es irgendwann mal schaffen, weiterzukommen. Da ist der nächste und Ausgang. Los geht's. Wir müssen noch einen zweiten. Und wir speichern immer mal kurz. Immer speichern. Das werden wir heute vielleicht wieder in den Griff bekommen, aber auf Dauer kann das so nicht weitergehen. Das wäre traurig, weil da wir dann abgebrochenes Display haben, aber ja. So, hier runter. Waschmaschine, die ist in Betrieb. Können wir mit der Waschmaschine reden. Herr Mantel? Er hört mich nicht. Herr Mantel hat sich in die Waschmaschine gepackt. Na, sehr schön. Ich muss wohl warten, bis der Schleudergang durch ist. Tja, oder bis das Spiel mal wieder abstürzt. Ich muss wohl warten, bis der Schleudergang durch ist. Ah, Mist. Ja. Heute ist nicht Waschtag. Für Herr Mantel schon. Gut. Na dann. Die Hoffnung, dass es jetzt so bleibt. Dass wir jetzt nicht noch 10-mal das Spiel neu starten müssen. Es ist sehr lästig. Das sieht gefährlich aus. Egal. Gut, jetzt sind wir allein im Wäschelüft. Den Herrn Mantel haben wir entsorgt. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie... Da kommt der nächste Ausgang.
die Unterschrift von Dr. Marcel fälschen, um in die Therapie zu kommen. War das hier? Ja, ich glaube, das war hier. Da müssten wir hier lang. Von dieser Seite aus. Da kommen wir ja jetzt durch den Essensraum. Durch den Aufenthaltsraum, durch die Küche und so weiter. Oder auch nicht. Vielleicht passt hier der Schlüssel rein. Der passt hier nicht. Ach, schade. Na gut, dann müssen wir einen anderen Weg nehmen. Gut. Durch den Wäschelift wieder zurück. Den Herrn Mathe haben wir jetzt entsorgt. Nein, entsorgt nicht. Der geht sich jetzt waschen. Der hat richtig gemacht. Jetzt müssen wir noch einmal zurück. Speichern. Da kommt der nächste Ausgang. Das ist gut. Da wollen wir aber wahrscheinlich nicht hin. Und los geht's. Eins weiter. Ne, zwei weiter. Oder nee, nur eins weiter. Jetzt müssen wir hier dann die Treppe hoch und dann hier. Da kommt der nächste Ausgang. So, hier hoch. Dann, wenn ich richtig denke, hier raus. Dann da hoch. Langsam kenne ich mich in der Anstalt aus. Ja. So, dann hier entlang. Na komm. Schmier nicht abstielen. So. So wollten wir hier lang. Da geht's zur Psychotherapie. Hier entlang durch diese Tür. Und speichern. Sehr gut. Jetzt können wir hier mal rein. Den Raum haben wir noch nicht erkundet. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, schön, können Sie nicht teilnehmen. Ich habe dieses Formular hier. Das ist tatsächlich noch nicht eine Anmeldung für unser Seminar. Aber Ihr Arzt hat vergessen zu unterschreiben. Kommen Sie wieder, wenn Sie eine unterzeichnete Anmeldung haben. Na gut. Das kriegen wir hin. Machen Sie die Tür hinter sich zu. Ja, doch. Okay, wir müssen eine Unterschrift besorgen. Ha, wer braucht die schon? Jetzt sind wir noch gleich rausgeschmissen. So, jetzt können wir noch bestimmt... Noch ist da keine Unterschrift drauf. Ich sollte einen Weg finden, das zu ändern. Kannst du nicht hier einfach... Meine eigene Unterschrift ist da wohl nicht viel wert. Und wir müssen erstmal Dr. Marcells Unterschrift fälschen lernen. Wo kriegen wir Dr. Marcells Unterschrift her? Doch bestimmt irgendwo was unterschrieben. Können wir uns die anschauen damit und dann... verstehe. Okay, jetzt müssen wir nur Dr. Marcells Unterschrift suchen. Vielleicht in seinem Büro. Das kann ich mir vorstellen. So. Vielleicht finden wir in seinem Büro und was uns da weiterhilft. So, hier hinauf. Wir haben ja jetzt relativ freie Bahn. Wir können uns sehr frei bewegen. Die Türen sind immer noch zu, aber... Ja, wir können uns durch das Wäschelift-System... Außenraum, nee, da wollten wir nicht hin. Treppe hoch. Durch das Wäschelift-System können wir uns jetzt beinahe frei bewegen. Bloß nach draußen können wir noch nicht. So, der Stiese ist hier immer noch gefangen. Dr. Marcells Büro. Haben wir irgendwas, was wir hier über eine Unterschrift fälschen können?
Ich speichere mal kurz zur Sicherheit. Ja. Ja, Diplom. Ja, ich glaube, diese Unterschrift könnte ich lernen. Das sieht doch gut aus. Etwas später. Ach du Scheiße. Das sollte reichen. Ich kann die Unterschrift jetzt perfekt imitieren. Erfolg freigeschaltet. Fälscherin. Wir haben Dr. Massis Unterschrift gelernt. Das muss gespeichert werden. Gut, wir können Dr. Massis Unterschrift. Weiter geht's.